Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC bei Hannover 96. Endstand 2:1 für Hannover 96. Der KSC verlor somit sein zweites Spiel in Folge nach dem Spiel gegen Hertha BSC. Erste Halbzeit war Hannover zunächst besser, drittes Spiel hatte seine Möglichkeiten, der KSC auch. Kurz vor der Pause erzielte Marcel Franke das 1:0 für den KSC, etwas glücklich, aber nicht unverdient. Zweite Hälfte hatten beide Teams die Möglichkeiten, Hannovers Druck wurde aber größer. Der angewiesene Nagermann erzielte den Ausgleich für Hannover 96. Allerdings hätte das Tor auch wegen einer Abwehrstellung hätte nicht gegeben werden können. Aber der VAR beließ bei der Entscheidung. Danach spielte Hannover 96 druckvoller. Der KSC investierte in der Offensive etwas wenig. Durch einen Foul-Elfmeter erzielte Marcel Halstenberg das 2:1 für Hannover 96 kurz vor Schluss. Somit blieb es beim 2:1 für Hannover 96. Der KSC verlor damit sein zweites Spiel in Folge. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Was sagt ihr zu den beiden strittigen Szenen? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.